Recht, recht herzlich. Gags, Gags, Gags. Und heute, jawohl. Norbert Hofer hat sein neues Wahlplakat vorgestellt. Oh, das ist wirklich schön. Es gab so eine Kick-Off, so ein Kick-Off-Event, sagt man. Bei der FPÖ sagt man Kickel-Off-Event. Das ist übrigens das neue Wahlplakat von Norbert Hofer. Und gerade mich als Christen hat das sehr gefreut. So wahr mir Gott helfe, oh, steht auf diesem Plakat. So wahr mir Gott helfe. Ja, so wahr ihm Gott helfe. Ja. Und wenn Gott nicht hilft, dann wird es wieder Böhmdorfer machen müssen. Nämlich Erzengel Gabriel, ja. Jesus, die Jungfrau Maria und, ja. Und er selbst auch. Ich hab Gott so gern. Ja. Wirklich, ja. Aber ich mag ihn so. Es ist aber schon, ganz ehrlich, ein kleines bisschen überraschend, oder? Dass ausgerechnet Norbert Hofer jetzt Hilfe vom Himmel haben will. Ja. Bis jetzt hat er doch immer nur gewettert gegen die da oben. Ja, ist überhaupt interessant. Es ist ja wirklich interessant. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ja. Wenn man sich das so durchdenkt. Alexander Van der Bellen hat 60 Jahre geraucht und eine gute Lunge. Mhm. Norbert Hofer ernährt sich gesund, macht viel Sport und durch einen Unfall muss er am Stock gehen. Also langsam muss der FPÖ doch wohl klar sein, wo Gott politisch steht. Oder? Ja, leider ja. Ja, die Horrorclowns tyrannisieren Österreich, das macht wirklich betroffen, oder? Horrorclown oder abgekürzt HC. Ja. Ja, ist die Abkürzung. Es ist die Abkürzung. Es ist die Abkürzung. Ja, was will man machen? Ganze das andere zu Adolf Hitler. Adolf Hitler hat auch, Adolf Hitler habe ich gelesen, war erstens ein sehr hübsches Kind, habe ich gesehen. Ja. Bezaubernd ausgesehen. Man muss auch mal was Positives über den Führer sagen. Er hat bezaubernd ausgesehen und er war ein Nudeltiger. Ja. Begeisterter Nudelesser. Schön, ja. Ja. Und jetzt ist die große Frage, was soll man machen mit Hitlers Geburtshaus in Braunau? Ich bin auch überfragt. Die einen sagen abreißen, die anderen sagen umbauen. Ich habe eine gute Idee, einfach eine Hofer-Filiale reinbauen. Was? Bundeskanzler, Vizekanzler, Minister gehen, Landeshauptleute bleiben bestehen. Klar. Da sagt es wenigstens einer mal. So ist es. Ja. Auf ich immer und ewig. Aber leider gibt es keinen Grund für gute Laune. Kann man das, darf man das sagen? Na, nein, wieso? Wir akzeptieren natürlich die Demokratie und wir beglückwünschen natürlich den 45. Präsidenten der USA. Ja. Dr. Donald Trump. Er ist kein Doktor, nur weil er Doktorspiele macht, ist er kein Doktor. Er ist für mich jetzt Doktor. Okay. Dr. Donald Trump. Der Mann, der so aussieht, als hätte man ihm gerade vorher 5 Liter Kürbissuppe ins Gesicht geschüttet, oder? Ja, ein Gentleman vom goldenen Dachel bis zur Sohle. Eine Stilikone. Keiner kann so gut Krawatten tragen wie Dr. Donald Trump. Wow. Ja. Donald hat den längsten Schlips. Ja. Oder? Er ist jetzt natürlich in Full Effect, er freut sich sehr. Ne? Soll auch ein Buch schreiben, angeblich jetzt gerade. Möglicher Titel, Mein Kamm. Trotzdem, Scherz beiseite, man muss sich natürlich fragen, wie konnte es möglich sein, dass ein derart ungehobelter Geldprolet an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika steht? Das fragt sich die ganze, nicht nur die intellektuelle Welt, alle fragen sich das in Wahrheit. Dieser Dummkopf. Wie ist das möglich? Und wir haben eine Expertin vor das Mikrofon geholt, die uns noch einmal die wirklich sehr komplizierten Sachverhalte erklärt. Ja, weil sie deppert sind, die Armee. Ja, kann man doch nicht machen. Damit ist alles gesagt. Gut, dass wir solche Fachleute in Österreich haben. Was?